Dachte ich doch gar nicht genau. Höchstens an meiner Hand sehe ich das. Übel. Ja, genau. Daran sehe ich das, dass der hässliche Typ hässlich ist. Darüber regst du dich auf. Ja, darüber regst du dich auf. Lol, hier ist ein Skelett mit einer Goldrüstung. Ja und? Läuft bei dem. Goldrüstung ist scheiße. Ich weiß, bei dem Skelett läuft's aber, ey. Ich frag. Sieht zwar gut aus, bringt aber nicht viel. Ich frag. Er hat mehr Gold als du. Ich frag mich bitte, wie ein Skelett sich eine Goldrüstung zusammen craften kann. Skill. Gar nicht, es wird damit gespawnt. Ja, aber du musst mal weiter nachdenken. Die Viecher werden ja. So, oder. Beziehungsweise. Streng genommen werden die Viecher ja nicht gespawnt, sondern leben ja in dieser Welt, ne? So. Dann musst du dir mal selber die Frage stellen, wie kann ein Skelett bitte eine Goldrüstung craften? Ja, indem es zum Crafting Table geht und da Goldbarren hinlegt. Und woher weiß das Skelett das? Ja, warum soll es nicht wissen? Es hat auch mal gelebt, oder? Wer weiß. Vielleicht wurde es ja so gespawnt. Ey, das ist mein Argument. Und das lasse ich mir hier von niemandem streitig machen. Also Creeper werden wirklich immer extrem. Jawohl, ich habe Slimes gefunden. Patrick! Pass auf, hinter mir steht einer. Was, der Heilige Geist? Nee. Ich hatte extra schon gehofft, dass Kevin mal erleuchtet ist. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, aber wenn er mich erwischt, dann erleuchtet mich ein heller Lichtblitz. Kurz gefolgt nach meinem Schäbigen dahingehen. Aha. Warte, ich schlage den Schädel ein. Puh, hat er kassiert, Alter. Voll die Scheuert in die Fresse. Jetzt geht Kevin los. Dann Puh mit der riesigen Explosion. Oh, ich verhunger schon wieder, nur weil ich 5 Meter gesprintet bin. Geil. Naja, immerhin habe ich den Ausgang gefunden, wa? Den Ausgang von was? Von der Mine. Oh. Ich bin hier noch am Erkunden. Ich bringe jetzt hier schon, oder ich bin hier gerade dabei, den dritten Stack. Wie groß ist denn die Mine, die ihr da erkundet, ey? Ah, Kevin, lass mich die Slimes umbringen, bitte. Erstmal. Ja, du willst nur wieder die IP, du IP-Hure. Egal, ich hab E30. Was ist Level 30? Mhm. Ja, ich bin gerade an Level 14, ne? Ich bin noch mehrere Male abgekratzt. Weil ich ebne gerade, ich hab gerade den ganzen Flusslauf hier zugeschüttet, um Felder anzulegen, weil mir dieses Sandstein nicht mehr gefallen hat. Ja, Patrick, knüppel du den hier mal durch die Gegend. Ich beschütze dich mal so lang. Weil da hinten hat nämlich ein Creeper gerade ein Attentat auf dich vorgehabt. So, ich habe 8 Slimebälle. Reicht doch hoffentlich erstmal, Exo. Ja, da können, können wir 8 Leinen von machen. Fäden haben wir eh genug. Ich habe die alle abgebaut. Ich hab einen ganzen Stack davon. Gott. So, perfekt. Ich hab 2 Stück. Ey! Patrick, komm mal her, hier greift mich ein Slime an. Ja, dann töte den. Aber mit der Hand. Warum mit der Hand? Ich hab grad nichts, um die Hand frei zu machen, wenn der mich weiterhin haut. Ja, warte, ich komm. Weil wenn man den mit der Hand schlägt, kriegt kommen Slimebälle raus. Sonst kommen irgendwie keine raus. Ich komm schon. Ich hab den mit der Fackel verdroschen. Ja, geht auch. Aber sammel die mal ein, weil ich hab nix. Warte, ich hau den mal. Okay, jetzt haben wir 16 Slimebälle. Ich hab keine Fackeln mehr, Kevin. Tschüss. Ja, ich hab auch nur noch 10. Und voll reinjumpen. So. Mein Redstone, nicht Redstone, meine. Ja, nicht Diamant. Meine hier, wie heißt's? Eisenspitzhacke ist auch fast weg. Oh, gleich brauche ich wieder eine deftige Hoe, um hier die Felder zu bewirten. Bewirten.
Wirtschaften. Wir haben letztens einen Wirtschaftstest geschrieben. Doch ein Bier, das fällt. Oh Mann. Ach, ich schmeiß das Holz weg. Ich glaube, das wird für die Zuschauer wieder ein... Sei ruhig, Patrick. Ich schmeiß jetzt das Holz weg. Ich glaube, das wird für die Zuschauer wieder eine etwas langweiligere Aufnahme. Nö, nee, warum denn? Wir sind doch hier voll in Action und so. Na, ich weiß. Muss man hier gerade das Wasser isolieren. Ich weiß nicht, also wenn... Wow. Wenn ich mir ein Let's Play angucke, möchte ich nicht, dass die Let's Player dauernd in der Höhle rumrennen. Deswegen beschwert halt sich so. Noch immer darüber. Wenn Gronkh die ganze Zeit zu 1000 Folgen in der Mine rumhängt. Eben, das ist das beste Beispiel. Ja, der hängt ja überall 1000. Musst du alles im Zeitraffer abspielen lassen. Aber wir haben zu viel geredet dafür. Ja, stimmt auch wieder. Voll. Zu viel, was inhaltlich interessant sein könnte. Könnte. Eventuell. Eh nicht. Wie du meinst. Nein! Was war das jetzt? Alter! Kevin versucht Gronkh zu imitieren. Ach du Scheiße! Ich hab mein halbes Herz überlebt! Ich spring so runter, spring voll in den Wasser, in dieses Ding hier rein, in diesen Wasserstrahl und knall voll auf den Felsen unten, ne? Voll mit dem Steißbein. Steißbein wie es. Oh Mann, ey. Den kennt Patrick natürlich nicht, den Inside. Nope. Wow. Boah, ich hab den Skelett voll den Headshot gegeben, Alter, da ist doch gerade mit tatsächlich ein brennender Creeper hinterher gerannt. Geil. Das war die Super Ghost Kamikaze Attacke. Ich hab den Fall gar nicht gesehen oder gehört. Dann habe ich nur noch plötzlich so ein Psss, Psss, Psss gehört. Da dachte ich mir so, okay, was ist das? Dreh mich so um, plötzlich steht da ein brennender Creeper hinter mir. Na, ist der Creeper schon wieder explodiert? Das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich hasse es. Was ist los? Ja, mein Feld ist mir die ganze Zeit Creeper, aber ich schütte die ganze Zeit hier nur zu. Stell halt auf Park. Mach ich jetzt auch. Wenn wir Dings hätten hier, Bucket, dann würde ich World Guard installieren und die Creeper ausschalten, dass die keinen Schaden mehr machen. Ja, Bucket kommt ja hoffentlich bald. Geil, das finde ich. Ich glaube, es gibt schon was, aber es sind noch keine richtigen Releases. Also. Ich finde das auch voll interessant irgendwie. Jetzt arbeiten die schon mit Mojang zusammen und kriegen es trotzdem nicht hin, das irgendwie pünktlich miteinander zu releasen. Ich verstehe das auch nicht, warum auch Optifine es nicht schafft, irgendwie pünktlich was zu releasen. Klar, es gab jetzt ein paar Update-Sachen, so, aber so lange. Und diese Mod-Support-Software. Das Coder-Pack. Warum haben die so lange Zeit gelassen? Ja, genau. Ja gut, das Coder-Pack, das ist aber so eine Sache. Die müssen das komplette Minecraft-Ding decompilen, dann die ganzen Sachen da zusammensuchen. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so aus. Auf jeden Fall ist das schon eine mega Arbeit. Man sollte eigentlich dankbar sein, dass sie das überhaupt machen. Muss ich jetzt mal so sagen, ja. Also klar, man kann jetzt natürlich auch sagen, ja, wow, die brauchen da ewig für. Warum sollte ich dafür dankbar sein? Aber es ist halt echt Freizeitprojekt, auch für die das machen. Und das... Quatsch, die werden auch... Alter, schon wieder ein Creeper! Alter, das kann doch nicht wahr sein! Wo kommen diese Dinger her? Mann. Genau wie unser halbes Haus weggesprengt worden ist, ja, das war auch nicht schön. Ja, das war ja echt das Unnötigste noch vor Aufnahmen... Aua. Vor Aufnahmenende. Ich will nur gerade meine Felder... Wie viele Fledermäuse hier sind, ey. Alter! Was ist hier? Ja, wo kommen jetzt die zwei Mini-Zombies bitte her? Alter, nee, die Mini-Zombies, die hauen immer so rein. Verstehe gar nicht, warum die mehr Schaden machen als die Großen. Das ist total unrealistisch. Die töten dich mit ihrer Niedlichkeit. Ach Gott. Aber das kann doch sein, die Zombies sind so klein, sie können dich an den empfindlicheren Stellen treffen. Ach komm schon. Was ist das doch?
Was ist schmerzhafter? Okay, doch, hast recht. Also bin ich ja fast schon wieder tot, ey. Scheiße, ich hasse es. Ich hab jetzt auch nichts zu essen wieder. Und da steht ein. Egal. Ich auch dann, da steht nämlich ein Skelett mit einem enchanteten Bogen. Okay, ist verschwunden. Ich verstehe nicht, wie er schießen konnte. Was soll ich hier anpflanzen? Melonen oder eher? Ja, ich glaube, ich pflanze hier. Nee, erstmal Weizen, dann ist wichtiger. Viel Weizen. Oh Mann, ey. Wenn Patrick nicht gleich wieder herkommt, dann sterbe ich immer. Warum? Und hier gerade alles geht hier gerade kaputt. Ich bin hier gerade noch am Gold abbauen, was ich später für Booster-Schienen gleich verwenden kann dann. Schade, ich wollte mir eigentlich eine Uhr machen. Für was brauchst du eine Uhr? Weiß ich nicht, dass ich weiß, wie spät es ist. Aha. Ja, wofür brauchst du denn eine Uhr? Für gar nichts? Wozu brauche ich in Minecraft eine Uhr? Ja, weiß ich nicht. Das ist das Sinnloseste. Nö, finde ich jetzt nicht. Das ist das Nützlichste, was es überhaupt gibt. Das ist das Einzigste, wofür man Gold braucht. Nee, Booster-Schienen? Zumindest ich. Du hast ja gar keine Ahnung, ja? Du solltest mal ruhig sein hier. Dann komm doch mal rüber und beschwer dich. Nö. Brauchen wir auch irgendwann noch einen Minecraft-Computer? So einen 3D-Printer? Natürlich. Hört man eigentlich gerade mein Handy vibrieren? Nee. Okay. Nee, was anderes. Den habe ich jetzt nicht verstanden. Ach, Kevin. Aber er lacht. Obwohl er sich eigentlich schämen sollte, weil er den Witz nicht verstanden hat. Oh, hier läuft gerade Kanon. Hier läuft gerade Kanon in D. Was für ein Ding? Das ist die Titelmelodie von Semper Video. Achso, komm, wir müssen das mitsummen. Warte, ich muss mal eben die Aufnahme aus. Mann, ey. Ein Moment. So, da sind wir wieder. Ihr seid bei die größten Assis, ne? Ich kann immer. Ah, mein Kopf tut weh. Oh. Ihr seid die größten Assis, ne? Das ist unglaublich. Warum denn? Ich hab nichts gemacht. Ich hab dich nirgendwo eingebuddelt. Hä, was hat das jetzt mit Assi-Sein zu tun? Ach so. Was wolltest du mir jetzt damit sagen, Kevin? Weiß ich nicht. Weil du gesagt hast, wir sind die größten Assis. Boah, Alter. Verzieh dich, Dreckszombie. Oh Mann, ey. Aber wirklich, warum ruft die so spät an, um was zu reden, was sie eigentlich nicht weiß? Die wird direkt Nummer schwer. Ja, das ist einfach aber, immer mal aus dem Stand einfach solche Kommentare ablässt. Ich bin aber nicht so ein herzensböser Mensch wie ihr. Das will ich nicht aushalten, Mann. Deswegen habe ich keine Freundin. Es war ja nicht mal meine Freundin. Na gut. Das ist dasselbe. Das so Klassenkameradin. Patrick, du musst jetzt unbedingt erklären, worum es geht, warum ich mir hier halt ablachen muss. Hä, warum soll ich da jetzt was erklären? Okay, dann sag's nicht. Oh Mann, ey. Die Zuschauer, die das gucken, denken sich jetzt auch, das ist. Wir verheimlichen denen wieder was es in Wirklichkeit gar nicht gegeben hat, was es dann doch gegeben hat. Genau, der 11. September 2. Ja gut, dann würden wir weinen, aber. Ja gut, Kevin wird auch lachen. Der war mies jetzt. Oh Mann, ey. Gibt's auch so ein richtig schlechtes Bild auf Facebook, ne? Scheiße. Es gibt genug schlechte Bilder davon. Scheiße, ich habe keine Diamantenhacke, keine Eisenhacke mehr, so rum. Ich habe zwar irgendwie stackweise Eisen dabei, aber keine Hacke. Ihr müsst euch gleich mal die Farbe.